Sozusagen dieses Geheimnis gelüftet bekommen. Wir freuen uns im Prinzip auf die Lesung von Cevert, auf das Gespräch und auf ein geselliges Zusammensein, soweit unsere kulinarischen Vorräte, die Sie in ihrem zahlreichen Erscheinen, das uns so unglaublich freut, natürlich in Verlegenheit bringen werden, aber bringen Sie uns in Verlegenheit, auch das passt für ein Fest. Ich spreche immer im Plural, meine ich auch, wir, das ist Markus Jaroschka von der Literaturzeitschrift Dichtungen, wir, das ist Helmut Strobel. Helmut Strobel war Kulturstadtrat, und zwar einer jener Stadträte, die auch Kultur- und Kunstliebhaber waren und sind und mit Cevert befreundet sind. Wir, das ist Max Auffischer von der Kulturvermittlung Steiermark, und wir, das ist Robert Reithofer von ISOP. Zu Beginn wird Lisa Rücker, die neue Kulturstadträtin, ein paar Worte zu Cevert sagen. Wir werden Cevert, jetzt ein ernstes Wort auch an dich, wir werden uns kurz fassen, damit uns die Luft nicht ausgeht. Nehmen wir eine Stunde, 10 Minuten ist eine Zeit, die ganz günstig ist. Also Cevert, zu deinem Geburtstagsfest ein ordentliches Maß an Selbstbescheidung. Ich wünsche uns alle ein Fest, einen schönen Abend, und bitte Lisa Rücker. Einen schönen guten Abend. Es ist ja so, dass man durchaus auch dazu stehen kann, als Politikerin manchmal Privilegien zu haben. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den heutigen Abend
wieder gespürt, dass es noch ein zusätzliches Privileg gibt als Kulturpolitikerin, nämlich als Kulturpolitikerin Menschen begegnen zu dürfen, ganz besonderen Menschen. Und in der Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich einen besonderen Menschen jetzt noch nicht so viel persönlich, aber aus seinen Werken kennenlernen dürfen. Das heißt, ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Ich bin es aber heute noch nicht, sondern erst morgen. Das ist also mir eine besondere Ehre, als ersten Akt als Kulturstadträtin dieses Fest einleitend begleiten zu dürfen. Ich darf das auch im Namen des Bürgermeisters machen. Er hat mich ausdrücklich darum gebeten, und im Namen der Stadt Graz Sie herzlich heute Abend willkommen zu heißen und auch Dankeschön zu sagen an alle, die sich für dieses Fest die Ideen eingefallen gelassen haben, an die Irina, die den wunderschönen Gesang eingeleitet hat, an alle, die vorbereitet haben. Ein Dankeschön für ein Würdigungsfest, nicht nur ein Geburtstagsfest, sondern ein Würdigungsfest für einen großen, einen, der heute in der Steiner Zeitung als der bedeutendste internationale Dichter, der in Graz lebt, bezeichnet wurde. Professor Jeevar Karahasan. Ein schönes Fest wünsche ich Ihnen. Sie, Herr Professor, sind ja geboren 1953 in Duvno, in Bosnien-Herzegowina, leben aber heute dort und hier in Sarajevo wie in Graz. Ihr Name, habe ich mir heute sagen lassen, verbindet uns noch tiefer hinein in den Kern der orientalischen Dichtung. Sie haben einen persischen Namen, das schwarze Pferd übersetzt. Und auch Ihre Dichtung ist ja da, denke ich mir, durchaus, ich sage jetzt bewusst verräterisch, auch der orientalische Geist ist herauslesbar, ganz deutlich. Viele Themen sind die Ihren. Ich habe versucht, ein paar Themen herauszugreifen, die mich besonders angesprochen haben. Ein Thema ist natürlich die Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum, wie da die Beziehungen sind, auch die Probleme, aber auch die Beziehungen, was uns in der Tradition geprägt hat. Und nicht umsonst ist es schon bedeutsam, in Graz und Sarajevo gleichzeitig zu leben, vor diesem Hintergrund. Es gibt eine Verbindung zwischen diesen beiden Städten, es gibt sie historisch. Es gibt sie vielerlei, es gibt sie nicht zuletzt deshalb, weil doch viele Grazer und Grazerinnen bosnische Wurzeln haben und diese Stadt täglich mit dieser Stadt täglich leben, diese Stadt mitgestalten, diese Stadt mitprägen. Aber es gibt sie auch noch immer, die Grenze in unseren Köpfen, hier auch an diesem Ort in Graz. Diese Grenze, die man so umschreiben kann mit dem Balkan, der beginnt da irgendwo, mit dieser nicht geklärten Bedeutung, was der Balkan ist. Aber in den Köpfen manchmal sehr eng macht. Das ist durchaus auch an diesem Ort zu sagen. Sie wurden ja vielfach ausgezeichnet als Dichter und Kommentator unserer Zeit. Sie haben viele, viele Preise erhalten. Ich will sie nicht alle aufzählen, aber wenn man so hineinschaut auf die Auszeichnungen und auf die Preise, die Sie erhalten haben, dann sieht man, dass Sie als Persönlichkeit eine enorm europäische Dimension darstellen, natürlich auch in den Werken und im Schaffen. Das fängt an, ob es der jugoslawische Preis für den Roman war, der 1990 verliehen wurde, oder der Essaypreis Charles Veillon, oder der Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch, der Premio Internazionale per il Dialogo Interculturale, der Herder-Preis 1999, oder Heinrich Heine, die Ehrengabe Heinrich Heine, oder die Goethe-Medaille letztes Jahr. Dann sieht man, das ist eine enorm europäische Wirksamkeit, die sie entfaltet haben und entfalten. Und für Graz ist es natürlich von besonderer Bedeutung, und das können sich, denke ich mir, viele hier erinnern, weil hier ja Freunde und Freundinnen von Ihnen sind, an diese Zeit besonders intensiv erinnern, weil sie da ja auch viele Projekte gemeinsam umgesetzt haben. Sie waren Stadtschreiber in dieser Stadt. Eine lange Zeit für unsere Stadtschreiber-Äras, kann man sagen, von 1997 bis mitten hinein ins Kulturhauptstadtjahr 2003. Und da ist ein Projekt aus dieser Zeit, das wieder mit dieser Grenze sich auseinandergesetzt hat, die Poetik der Grenze, das in dieser Stadt Graz, an diesem Ort und zu dieser damaligen Zeit, ja, ich sage ganz bewusst Ort und Zeit, den Anlass genommen hat, weil es ja doch viel Erwartung gab damals. Das war eine Zeit, als man gedacht hat und davon ausgegangen ist und manches hat vielleicht auch funktioniert, dass hier eine Brückenfunktion stattfindet, in einem sich verändernden Europa, in einem sich erweiternden Europa, in einem
neuen Europa. Nicht alle diese Erwartungen sind aufgegangen, wenn wir heute aus dieser Perspektive auf Europa hinsehen. Aber damals war diese Brückenfunktion und diese Grenze, diese Verschiebung der Grenze und die Poesie der Grenze bzw. das, was sie fruchtbar machen könnte, das Thema eines Projektes. Und weil wir heute einen Ehrengast da haben, Frau Ima-Irakusa, Sie sind ja diejenige, die auch in diesem Projekt einen Beitrag geliefert hat, und das war ein gemeinsames Projekt mit Herrn Dr. Jaroschka, der mich so nett zum heutigen Abend auch schon, also zu dem heutigen Abend, würde ich mal sagen, überredet hat, obwohl ich ja offiziell noch gar nicht.